Die Alebumpe haben mehr Fackeln angebracht als einmal zu wenig und erstmal schlafen legen. Wir müssten eigentlich mal eine Kiste machen, wo direkt nur Essenszeug reinkommt. Ich setze es mal hier hin. Ja, die Seeds müssten wir eigentlich dann später dann mal woanders hinbringen. In einem Komposter zum Beispiel. So, aber jetzt erstmal schnell ein bisschen Lamm. Gut. Die nehme ich erstmal weg, weil das tut weh, wenn man da reintritt. Und dann graben wir uns jetzt erstmal einen Weg nach unten. Wir fangen da lang an oder machen wir sogar da lang. Ja doch, wir gehen da lang, denn da haben wir eine bessere Chance, dass wir nicht direkt bei unserem Dorf unten drunter bauen. Packen wir das Papier hier auch rein. Und vielleicht finden wir jetzt gleich noch Kohle. Ich weiß, da drüben ist auch noch Kohle. Wir nehmen es gleich mal mit, dass wir gleich noch ein paar Fackeln haben. Und wir außerdem gleich noch ein paar Level bekommen. Werde ich bestimmt allerdings versuchen, gleich wieder mit Cobblestone zuzubauen. Damit hier drinnen nichts bohren kann und könnten es auch ausleuchten. So. Da können wir uns erstmal noch mal ein paar Fackeln machen. Mit denen wir dann arbeiten können. Und vielleicht werden wir dann sogar noch hier Stufen gleich hinsetzen, dass wir ordentlich hoch und runter laufen können. Ohne Probleme. So, auch wieder zugemacht. Muss ja nicht sein, dass gleich was spawnt. Ein Creeper und uns dann von hinten niedermäht. Wäre ja eigentlich gesehen unschön. Aber wie schon gesagt, nur eigentlich. Und eigentlich macht meinen das wäre jetzt auch fast in die Hose gegangen. Haben wir da eine Höhle? Oder war das die Höhle, wo wir schon mal drinnen waren? Werden wir jetzt gleich sehen. Okay, in der Höhle waren wir schon drin. Huh, Schwein, Glück gehabt. Das heißt nämlich, wir haben sie ausgeleuchtet, haben damit keine Probleme. Aber trotzdem baue ich das hier zu.
Du ist zu, kann trotzdem nichts reinkommen. Immer auf Nummer sicher gehen. Sicher ist sicher. Und dann passt das auch. Zumindest hoffe ich das. Einmal nicht hingeguckt, schon zu verbaut. Beziehungsweise nicht verbaut, aber den Block wollte ich jetzt noch nicht so schnell abbauen. Zombies. Vielleicht finden wir schon einen Spawner. Who knows? Who knows? Ja, das Orakel weiß das, nicht ich, aber das Orakel. Kohle. Da lassen wir die mal noch größtenteils drinnen. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt haufenweise Cobblestone. Gut haufenweise am Ende. Je nachdem, ob ich das so umgesetzt bekomme, wie ich das mir vorstelle mit dem Dorf, ist das wenig. Kurz illern, 36 sind wir. Oder wir haben hier halt hier einen Minenschacht. Das kann auch sein. Und da sehen wir Diamanten. Mal hier kurz nach oben graben. Und halt mal ein bisschen ausleuchten gleich hier. Aber dann können wir gleich noch ein paar, ein wenig Eisen mitnehmen. Nun muss ich bei meinen Orientierungssinn etwas aufpassen. Verlaufe mich ja gerne auch in Höhlen, die ich selber grabe. Ich muss ein bisschen noch auf den Fackelstand immer aufpassen. Nicht, dass ich dann irgendwann mal ohne Fackeln dastehe und vor mir eine Horde Monster steht. Wäre natürlich auch unschön, weil mir hat gerade mein Handy vibriert, muss ich mal ganz kurz drauf illern. So, muss man ganz kurz.
Gut. Ich lebe noch, das ist gut. Haufenweise Kohle. Und natürlich das Eisen mitnehmen. Okay, hier war ich schon. Ja, wie schon gesagt, ich verlaufe mich ja gerne. Genau, von hier bin ich gekommen. So, muss ich gerade mal ganz kurz Mute machen. Mal gucken, ob es langt, um das die Lava außen auszuschalten. Ja. Okay, natürlich haben wir jetzt hier einen optimalen Weg zu unseren Diamanten. Und da ist noch mehr Diamanten. Und da ist ein Minenschacht. Uiuiuiui. Okay, mal kurz überlegen. Wir brauchen für einen Diamanten, für einen Verzauberungstisch zwei Spitzhacke. Das ich sehe, hier ist noch einer. Und dann machen wir uns nämlich gleich mal klein noch eine Spitzhacke. Wenn man mal denken, man will es gleich so. Wenn man aus dem Modpack spielen, das gewöhnt ist. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. Natürlich dauert das jetzt Ewigkeiten und 3 Tage, weil wir haben ja noch keine Efficiency drauf.
Wir können ja mal kurz gucken hier. Redstone war das? Nein. Da, Enchantment Table, da brauchen wir nämlich noch ein Buch und zwei Diamanten. Richtig gezählt. Natürlich wäre dann gleich eine Spitzhacke mit Verzauberung Fortune gut, aber wir müssen das erstmal so weit hochbringen. Puh. So, die haben wir, den Diamant lassen wir. So, haben wir das auch gleich mal etwas geschützt. Okay, müssen wir das später mal hoch bzw. wieder runter finden. Das Eisen nehmen wir gleich mal noch mit. Gleich nochmal hier lang gucken. Vielleicht gibt es ja hier einen Spawner. Sieht aber schlechter aus. Okay. Nehmen wir doch noch das Eisen mit, dass wir uns dann mal eine Eisenrüstung machen können. Dass wir uns doch ein bisschen hier reintrauen können, zumindest schon mal. Ah ja. Gut, wir brauchen nochmal einen Crafting Table. Dass wir gleich mal ein paar Stufen machen können. Und vielleicht haben wir auch das Pech, dass jetzt gerade Nacht ist. So, da haben wir das auch gleich geschafft. Bitte nicht hier explodieren. Das ist immer so schön, das ist so ein grüner. Im Grünen versteckt.
Meine schönen Level. Aber das Wichtigste habe ich wieder. Diamanten und die Spitzhacke. Uiuiui, das sieht man, dass man haufenweise noch schön sicher bauen muss. Na, wollte gerade sagen, ja.